Komm, mein Kleiner. Ich bin sehr erfreut über die Tatsache, dass mein Buch Die verlorene Welt die Kinematografen zu diesem Film inspirieren konnte. Und ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen. Oh. Ed, ich habe die Befürchtung, du möchtest mir einen Antrag machen. Ich wünschte, du würdest es nicht tun. Ich finde die Dinge viel netter, so wie sie sind. Warum kannst du mich nicht lieben, Gladys? Was missfällt dir an mir? Ich werde es ändern. Bitte, heirate mich. Oh nein, ich heirate nur einen Mann, der große Taten vollbracht hat. Guten Morgen, meine Herren. Ah, guten Morgen, Mr. Malone. Morgen. Womit kann ich Ihnen behilflich sein? Ich brauche Ihren Rat. Ach, dieser Professor will meine Zeitung verklagen. Aber warum? Berühmter Zoologe, Professor Challenger, der bekannte Schriftsteller und Wissenschaftler. Angeblich sollen im oberen Amazonasgebiet Mammute, Pterodaktyle und andere prähistorische Bestien leben. Man weigert sich, den exakten Ort anzugeben. Fotografien sind unbrauchbar und können nicht als Beweis für seine Behauptungen gelten. Oh, dieser Challenger ist von allen guten Geistern verlassen, ja, wenn Sie mich fragen, Sir. Weiß Gott. Also gut, was ist los, Malone? Sir, ich... Könnten Sie mir nicht einen gefährlichen Auftrag geben, Mr. McArdle? Tut mir leid. Ich wisch das weg. Tut mir leid, Sir. Sie Tölpel. Ich bin entrüstet, noch mal raus. Gehen Sie raus hier. Ich bringe das in Ordnung. Sie sagten, er hat Ihren Journalisten Schläge angedroht, weil Sie ihn interviewen wollten? Unerhört. Sie wollen Ihr Leben riskieren, nur um Ihrer Verlobten etwas zu beweisen? Sie sind ein Trottel, Malone. Raus hier. Haben Sie Challenger interviewt? Nein, Sir. Er hat mich rausgeworfen, Sir. Tut mir leid. Kommen Sie her, Malone. Nun kommen Sie schon. Ja, Sir. Sir, es tut mir leid. Ich hätte gerne... Eine Chance kriegen Sie noch. Oh ja, Sir. Ich hole mir das Interview. Das verspreche ich Ihnen. Und danke, Sir. Danke. Diesen Challenger kriegen wir klein. Ja? Ganz sicher. Ich denke, es wird eine sehr unterhaltsame Vorlesung, Malone. Ich glaube, die Studenten wollen den alten Challenger so richtig auseinandernehmen. Das kann schon sein. Tja, der alte Challenger hat sich wirklich zum Gespött der Leute gemacht mit seinem Märchen über lebende Dinosaurier. Es gibt in diesem Abschnitt des Amazonas über 50.000 Meilen unerforschte Wasserstraßen, mein Freund. Eine Region so groß wie Europa. Und wer kann wissen, welche Kreaturen dort leben mögen? Aber diese Kreaturen sind ausgestorben. So sagt man jedenfalls. Seit Jahrtausenden. Kommen Sie, hören wir, was der Professor uns zu sagen hat. Professor Challenger, den Beweis für seine Theorie schuldig geblieben ist, kann das unsere Gesellschaft... Das ist Professor Summerlee, der berühmte Koreopterologe.
Wir sind allerdings bereit, ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu erklären, und wir sind sicher, dass er seinen guten Ruf wiederherstellen wird. Hören Sie also nun Professor Challenger. Danke, werter Kollege. Danke. Ich danke Ihnen, meine Herren. Mammut, was sind denn Ihre Uhrzeit? Halten Sie den Mund! Wenn einer von euch rückgratlosen Würmern manns genug ist, mit mir in den wilden Dschungel zurückzukehren, kann ich ganz sicher beweisen, dass ich recht habe. Ich bin heute Abend nicht erschienen, um mich zu rechtfertigen, meine Herrschaften, sondern um Freiwillige zu rekrutieren. Ich will eine neue Expedition unternehmen. Wer ist mutig genug? Ich. Sie an, Herr Kollege. Sir, besser ein alter Narr mit Courage als ein feiger Jüngling. Wer noch? Ich bin zwar weder ein mutiger Student, noch ein Wissenschaftler, aber ich wäre gern dabei. Nur zu gern akzeptiere ich Ihr Angebot, Sir Roxton. Ihre Reputation als erfahrener Großwildjäger wird Ihrem Urteil mehr Gewicht verleihen, wenn wir zurückkehren. Oh, Professor, ich möchte auch mitkommen. Einverstanden. Sie scheinen mir stark genug zu sein. Was ist Ihr Beruf? Journalist, Sir. Läuft feige davon! Typisch! Kann ich was für Sie tun, Sir? Allerdings, bringen Sie mich nach Hause. Sofort, Sir. Fahren Sie mich zum Enmore Park 11, Kensington West. Ach, Herrgott, was für ein Abend. Na los, fahren Sie schon. Schönen Abend noch. Danke, Sir. Nein, nicht nur ein Schreiberling, sondern auch noch ein Einbrecher. Ich bitte Sie, nehmen Sie mich mit. Meine Verlobte will mich sonst nicht heiraten. Ich... Oh, du mein Gott. Was ist denn nur los um alles in der Welt? Oh, Professor, Jesus, Maria und Johannes, was soll ich nur tun? Oh Gott, oh Gott. So, jetzt reicht's aber. Kommen Sie mal her, lassen Sie den jungen Mann in Ruhe. Mich geschlagen. Wollen Sie Anzeige erstatten? Nein, Officer, das möchte ich nicht. Was ist denn hier passiert? Ist das nicht das Haus von dem Professor? Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Machen Sie den Bürgersteig frei. Mach, dass du weiterkommst, Junge. Sir Roxton ist nämlich ein Freund von mir und da habe ich gedacht. Warum haben Sie das nicht früher gesagt, junger Mann? Darf ich dir Mr. Malone vorstellen, ein Freund von Sir Roxton? Hat er Sie verprügelt? Oh, so würde Mr. Malone es bestimmt nicht nennen. Kommen Sie, gehen wir in den Salon, junger Freund. Ja, Sir. Es hat mich sehr gefreut. Ich auch, Mr. Malone. Setzen Sie sich doch.
Sir, es würde mir viel daran liegen. Werden Sie mich mitnehmen auf die Expedition? Glauben Sie an meine Theorie? Guten Abend. Ich bin gleich zurück. Ich komme, Herr Professor. Miss White soll kommen. Ich hoffe, ich störe nicht. Sir John, wie schön. Guten Abend, mein Freund. Ich bin sehr erfreut, Sie zu sehen. Und Mr. Malone ist auch da. Haben Sie Mr. Malone das Tagebuch gezeigt? Ich hoffe, Sie werden es pfleglich behandeln. Interessant. Sie wollten mich sehen? Da ist sie. Paula, kommen Sie doch zu uns, Kindchen. Guten Abend, Miss White. Guten Abend, Sir John. Sie sehen einfach hinreißend aus. Ich hoffe, Sie werden uns noch ein wenig Gesellschaft leisten. Ja, vielleicht. Würden Sie mich entschuldigen? Sie hatten mich gerufen, Professor. Ganz recht. Mr. Malone darf ich bekannt machen, das ist Miss Paula White. Ihr Vater wird vermisst. Er schrieb das Tagebuch, das Sie in der Hand halten. Sehr erfreut. Ganz meinerseits. Nehmen Sie doch Platz, Miss White. Danke. Darf ich? Aber selbstverständlich, setzen Sie sich nur. Sie sollten wissen, Miss White war die rechte Hand Ihres Vaters. Ich war krank, ich lag mit Fieber in meinem Zelt. Als er zu diesem schrecklichen Plateau aufbrach, ich wünschte, ich hätte ihn davon abhalten können. Heißt das, Sie haben lebende Exemplare von Tiergattungen gesehen, die seit Millionen von Jahren ausgestorben sind? Miss White, das ist unglaublich. Und Sie haben wahrscheinlich meinen Vater getötet. Jedenfalls habe ich ihn nie wieder gesehen. Wollen Sie immer noch mitkommen? Mein Vater würde noch mal gehen, auch wenn er sein Leben lassen müsste. Anstatt Leute einzuschüchtern, besorge lieber Geld für die Expedition. Das stellst du dir ein wenig zu einfach vor, Liebes. Ich habe eine Idee. Ich könnte meine Zeitung dazu bringen, die Reise zu finanzieren. Auch wenn der wissenschaftliche Wert bezweifelt wird, eine Rettungsexpedition für Miss Whites Vater mit Exklusivrechten für die Zeitung... Willkommen an Bord! Danke, oh, Sir. Mr. Malone, kommt mit! Ich schreibe nichts ohne Ihre Zustimmung, Professor. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oh, ist das nicht schön, Professor? Das ist eine wunderbare Neuigkeit. Ja, vielleicht, mein Kind. Wenn Sir Roxton und ich dem Chefredakteur die Angelegenheit vortragen, bin ich sicher, dass es klappt. Oh. Selbstverständlich, mein Freund. Ich stehe zur Verfügung. Darf ich? Aber natürlich. Oh, wie wunderbar. Ich begleite Sie zur Tür. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ich hoffe, dass Sie und Sir John erfolgreich sein werden, Mr. Malone. Gute Nacht, junger Freund. Sie wollen noch nicht gehen? Nein, Paula. Und Sie wissen auch, warum. Und ich bin sicher, Sie wissen auch, aus welchem Grund ich mich an dieser Expedition beteilige. Gute Nacht, Paula. Mit Hilfe meines Freundes Sir John Roxton gelang es mir, Mr. McArdle, meinen Chefredakteur, zu überzeugen. Ich bekam also meinen heiß ersehnten gefährlichen Auftrag und sah mich schon mit meiner angebeteten Gladys in den Hafen der Ehe einlaufen. Ich konnte ja nicht ahnen, wie sehr die Ereignisse, die uns in diesem gottverlassenen Winkel der Welt erwarteten, mein Leben verändern sollten. Ich werde meine geneigten Leser nicht mit einer Beschreibung unserer Reise hierher langweilen. Wir fanden uns schließlich in diesem Niemandsland wieder, das von den kaum erforschten Grenzen zwischen Peru, Brasilien und Kolumbien gebildet wird.
Challengers versiegelte Landkarte, die wir nicht öffnen durften, bevor wir unser Ziel erreichten, entpuppte sich als ein Blatt weißes Papier. Wenn nicht ein Wunder geschieht, wird unsere Expedition ein vorzeitiges Ende finden. Guten Morgen. Schon fleißig. Wie immer. Sir John, wie geht es Ihnen an diesem heißen Tag? Guten Morgen, Professor Summerlee. Ich habe hier etwas, das Sie interessieren dürfte. Haben Sie so ein Exemplar schon einmal gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde in meinen Aufzeichnungen nachschauen müssen. Sehr interessant, in der Tat. Das Kerlchen macht keine Anstalten, wegzufliegen. Vielleicht ist diese Spezies flugunfähig, trotz der Flügel. Wo ist denn meine Lupe? Impertinentes Tier, dieser Vogel. Ich finde sicher ein anderes Exemplar für Sie. Guten Morgen, Mr. Miller. Guten Morgen, Ed. Ich hoffe, Ihnen allen ist klar, ich bin der Leiter dieser Expedition. Sie sind hilflos ohne mich und meine Erfahrung. Was für ein possierliches Tierchen. Es scheint handsam zu sein. Das ist Choco. Er wird uns begleiten. Was? Dieses alberne Wesen? Das Choco ist wesentlich nützlicher für die Expedition, als Sie es sind. Das ist eine Frechheit. Choco weiß, welche Früchte im Dschungel essbar sind. Bleiben Sie hier, wenn Sie wollen. Aber Choco kommt mit. Am nächsten Morgen ging es dann endlich los. Professor Summerlee hatte sich dann doch durchgerungen mitzukommen. Trotz seiner Abscheu Choco gegenüber. In London sorgten unterdessen Artikel auf der ersten Seite des Record Journal für Aufsehen. Forscher erreichen letzten Außenposten der Zivilisation. Record Journal Suchtrupp durchstreift geheime Welt und unerforschtes Flussgebiet, um vermissten Wissenschaftler zu suchen. Man wird voraussichtlich monatelang nichts von ihnen hören. Mr. McArdle hatte ganze Arbeit geleistet. Unsere Expedition bestand aus mehreren Booten. Wir hatten Eingeborene, die uns halfen. Ich war atemlos vor Staunen. Nichts in meinem bisherigen Leben hatte mich auf diese Naturerlebnisse vorbereiten können. Können wir rasten? Ich versuchte, alle meine Eindrücke sofort auf Papier zu bringen. Aber meistens war ich abgelenkt. Nicht nur von der Natur, sondern auch von Miss Paula White,
deren süßes Gesicht mir nicht mehr aus dem Kopf ging. Das ist ein brasilianisches Faultier, Miss White. Diese Kreaturen laufen kopfüber durch die Welt. Sehen Sie, es hat ein Baby. Das Kleine klammert sich an Sie. So ein Tier habe ich noch nie gesehen. Sehr geehrter Mr. McArdle, es ist jetzt 3 Wochen her, dass wir die Boote zurückgeschickt haben. Wir haben unser Lager am Fuße des großen Plateaus, auf dem Maplewhite zurückgelassen wurde, aufgeschlagen. Challenger hat uns hierher geführt und damit bewiesen, dass dieses Plateau wirklich existiert. Aber bislang haben wir noch keinen Grund anzunehmen, dass hier Monster herumlaufen. Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass... John, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Sehen Sie doch nur. Sind die nicht entzückend? Wenn Sie möchten, gehen wir ein Stückchen näher, Miss Paula. Oh ja, gern. Sehen Sie nur, wie sie spielen. Ich würde gern eins mit nach Hause nehmen. Das wäre nicht klug. Aus diesen kleinen, niedlichen Babys werden bald wilde Raubtiere. Süß sind sie natürlich. Ja. Zumindest solange sie klein sind. Ich muss immerzu an meinen Vater denken. Das verstehe ich gut. Wir sind jetzt so nah an der Stelle. Maplewhite fällte einen Baum auf dieser spitzen Felsformation dort. Der Baum bildete so etwas wie eine Brücke über die Schlucht. Man kann den Stumpf noch sehen. Morgen werden wir auf den Felsen steigen und mit dem anderen Baum eine Brücke machen. Und wenn Vater doch nur noch leben würde. Seien Sie unbesorgt. Wenn er noch am Leben ist, werden wir ihn finden. Was los? Verdammt nochmal! Was war das? Niemand verletzt? Alles in Ordnung. Sieht aus, als hätten wir noch mal Glück gehabt. Challenger, sehen Sie da? Ich hatte recht. Maplewhite hat nicht gelogen. Schon gut, Challenger. Professor Challenger ist ein so mutiger Mann.
Ich gehe zuerst. Sie kommen danach. Ich bin drüben. Juhu! Es kann losgehen. Halten Sie sich gut fest. Ganz langsam und nicht nach unten schauen. Nicht nach unten, schauen Sie nach oben. Paula. Es geht schon. Schauen Sie doch mich an. Schauen Sie mich an. Ja, schon gut. Jetzt haben Sie es geschafft. Aus interessant. Nicht doch, Professor! Machen Sie keinen Unsinn, Sie wahnsinnig! Der Professor wird es schaffen. Ich habe ein Gefühl für sowas. Gewöhnliches Exemplar. Sir John, jetzt Sie. Professor, kommen Sie hier rüber. Dafür haben Sie Ihr Leben riskiert. Wissen ist immer lebensgefährlich. Ich würde vorschlagen, wir erkunden jetzt das Plateau. Natürlich. Der Dschungel sehr dicht zu werden. Vielleicht sollten wir diese Richtung einschlagen. Sehen Sie das? Er frisst nur Blätter, ein Brontosaurus. Er ist so groß. Das ist ein Pflanzenfresser. Von ihm geht keine Gefahr aus. Wenn er nicht zufällig auf uns tritt. Gigant. Sir John, ist Ihr Gewehr entsichert? Gegen so ein Riesentier richtet meine Waffe nichts aus. Da haben Sie auch wieder recht. Jetzt können wir nicht mehr zurück. Nun hilft nur noch beten. Thank you.
Jetzt sind wir Gefangene der verlorenen Welt. Uns erwartet das gleiche Schicksal wie Maplewhite. Du glaubst nicht, was ich da oben sehe. Komm mal her, komm schon. Oh Gott, nun beeil dich. Das ist unglaublich, oh Gott. Pierre, los, Bill. Guck doch. Da oben, siehst du das? Sieh doch, Rauch. Dieser Rauch. Siehst du, das muss ein Lagerfeuer sein. Ja, ich seh's auch. Warum setzen Sie sich nicht, Miss White? Wir können im Moment nichts tun. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sehen so traurig aus. Ich fühle, dass mein Vater tot ist. Aber Sie sind trotzdem nicht allein. Wollen Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Das ist sehr nett von Ihnen. Das scheint kein Pflanzenfresser zu sein. Was sollen wir tun? Keine Angst, sie können alles an sich lassen. Oh mein Gott. Thank you.
Es kommt näher, oh mein Gott! Halten Sie den Mund und sterben Sie wie ein Mann! Sie haben noch eine Pistole! Holen Sie sie raus, Professor Savali! Na gut, ich brenne eins auf den Pelz! Vielleicht hilft das! Gut gemacht, er ist weg. Sie haben uns das Leben gerettet, junger Freund. Ja, danke. Ich werde mal Ausschau halten. Natürlich ein Fleischfresser. Halten Sie mich für einen Idioten? Sie haben uns in diese unmögliche Situation gebracht. Jetzt sorgen Sie gefälligst dafür, dass wir hier lebend rauskommen. Sagen Sie mir nicht andauernd Dinge, die ich schon weiß, Herr Kollege. Es ist durchaus möglich, dass diese Bestie uns noch einmal heimsucht und dann könnte das mit dem Feuer fehlschlagen. Sie werden es nicht glauben. Auch der Gedanke ist mir schon gekommen. Ein bisschen mehr Respekt, wenn ich bitten darf. Ich pass schon auf. Echauffieren Sie sich doch nicht so. Ich verbitte mir diesen Ton. Danke, Sir John. Bitte, wie Sie wollen. Dann schweige ich eben. Vorsicht, Ed! Vorsicht! Seien Sie vorsichtig, Ed! Hinter Ihnen! Na, warte. Sie scheint weg zu sein. Gut, dann verschwinden wir von hier. Sie haben mich gerettet, danke. Choco ist ganz unruhig. Mein Kleiner. Ich schätze, das Tierchen vermisst Miss White.
Nach dem Essen schaffen wir die Hängematten ins Zelt. Was wir jetzt brauchen, ist ein sicherer Unterschlupf. Vielleicht eine Höhle oder so etwas. Das wäre ein gutes Versteck. Ist dir noch nichts passiert? Ja, mir geht's gut, Professor. Ja. Wenn wir jetzt noch eine Waffe gegen diese Monster hätten, könnten wir hier bis ans Ende unserer Tage leben. Denken Sie nur, ich erfinde gerade eine. Haben Sie etwas entdeckt? Noch nicht, Miss Paula. Es scheint sich um ein weit verzweigtes Höhlensystem zu handeln. Vielleicht hat Ihr Vater hier auch irgendwo Zuflucht gefunden. Ist das heiß hier? Also, wenn ich diese Liane hier von dem Ast losschneide, wird der Stein im hohen Bogen eine genau berechnete Kurve beschreiben und sein Ziel, nämlich den Dinosaurier, treffen. Das bezweifle ich. Das ist Physik der primitivsten Art, werter Kollege. Das sollten sogar Sie imstande sein zu begreifen. Es ist eine unseriöse Beleidigung. Sie bezweifeln, dass meine Konstruktion einen Stein in eine elliptische Flugbahn versetzt? Ich habe also recht gehabt. Sie haben eine elliptische Flugbahn beschrieben. Waren das Schüsse? Ich glaube ja. Ich kann's nicht glauben. Hallo! Komm, Joko.
faszinierend, nicht? Hier, kommen Sie. Werden Sie vor der Kommission meine Theorien bestätigen, wenn wir das alles hier überleben? Oh, natürlich. Ich habe die Kreaturen schließlich mit eigenen Augen gesehen. Ich danke Ihnen, werter Kollege. Es ist unfassbar, wie groß diese Tiere sind. Ja, es ist beeindruckend. Wo bleibst du denn, Bill? Ich komme ja schon, aber ich glaube, das Seil wird zu kurz sein. Sie müssen noch ein wenig Geduld haben, Sir Roxton. Keine Angst, ich denke, wir kriegen das schon hin, Sir John. Sie können ganz beruhigt sein. Uns fällt schon was ein. Ist gut. Holen Sie Miss Paula, wenn Sie Jocko rufen, wird er überall hinklettern. Wir müssen die Strickleiter verlängern. Was? Eine Strickleiter? Vertrauen Sie uns, es wird schon funktionieren. Bitte holen Sie jetzt Miss Paula. Da oben ist nur eine kleine Höhle. Es gibt keinen anderen Ausgang. Ihr Vater muss hier irgendwo sein. Wir müssen für immer hier bleiben? Paula. Wäre das so unerträglich? Immerhin haben wir doch uns. Oder? Und was ist mit Gladys? Gladys? Paula, Liebes, wir werden nie wieder nach London zurückkehren. Und ich liebe nur dich. Ich störe wohl. Bitte um Verzeihung. Oh, Sie stören nicht. Wir haben gute Neuigkeiten. Miss Paula und ich wollen heiraten. Wir werden Professor Summerly bitten, uns zu trauen. Sie wissen ja, er war mal Minister und darf Eheschließungen vornehmen. Oh, meinen herzlichen Glückwunsch. Dann sollten Sie sich auf die Suche nach dem Professor machen. Oh ja, da haben Sie recht. Mein Kind, ich habe schlechte Nachrichten. Ich fürchte, Ihr Vater ist tot. Aber ich fand das bei seinen Überresten. Es tut mir sehr leid. Es lässt sich nicht mehr ändern, Paula. Von hier aus haben wir eine gute Aussicht auf ihn. Ist das nicht ein wundervolles Exemplar? Ein gutes Studienobjekt. Ja. Sehen Sie, er frisst Blätter. Nicht so laut. Natürlich. Vorsicht!
Sehen Sie den Rauch da oben? Ja! Also, Major. Die ganze Hochebene wird mit Lava überflutet werden. Sir. Was er tun muss. Nimm an, das wäre doch gelernt. Gleich fertig. Glaubst du, das ist lang genug? Nein, behalte die starken Löcher in die Luft. Los, schnell darüber! Samali! Challenger! Aber Sir John, können wir denn nichts unternehmen? Ich fürchte, Sie werden sich selbst helfen müssen. Professor Challenger! Professor Summerly! Hallo! Wo sind Sie? Yeah!
losgehen. Wirf das Seil hoch, nun mach schon. Oh, das macht Choco. Er wird gleich bei Ihnen sein, Miss. Na los, Kleiner, kletter schneller. Komm, beeil dich. Junge. Mach schon. Sehen Sie, ein tapferes kleines Kerlchen. Gleich ist er hier. Warten Sie, ich habe eine Kerze. Sie werden bald hier sein, da bin ich sicher. Vorsicht, die Streichhölzer sind da. Gehen Sie vor, Kollege. Er hat's geschafft, unglaublich. Kleiner, komm zu mir. Oh, krieg ich denn gar kein Küsschen? Gut gemacht, oh, du bist so mutig. Los, immer hoch mit dem Ding. Ich glaube, es ist lang genug. Komm zu Mami, mein Baby. Willst du spielen? Ja, das klappt auch ganz gut, wie? Vorsicht. Halten Sie sich fest. Na, kommt Sie? Los, nur Mut. Geht's? Siehst du, es klappt doch wunderbar. Nein, hier geht's runter, Choco. Hierher, komm. Sie schaffen es! Das haben Sie gut gemacht, Miss White. Vielen Dank, ihr beiden. Oh nein, ich bin nicht. Sehen Sie diese Strickleiter, es ist ganz einfach. Sie dürfen nur nicht nach unten schauen. Ich kann nicht, das ist mir zu hoch. Sie haben keine andere Wahl, Professor. Na los, es geht schon. Also gut. Sie schaffen es. Sie schaffen es, Professor. Alles in Ordnung. Es wird halten. Ja, gut. Ich helfe Ihnen.
Was zum Teufel? Hilfe! Sie auf, Professor. Alles in Ordnung, Malone? Das war jetzt gut. Das ist gerade nochmal gut. Ich wusste, dass die Leiter hält. Ich danke Ihnen. Ein Brontosaurus, Professor. Tatsächlich. Ob das Tier noch lebt? Es scheint so. Sehen Sie, es bewegt sich. Aber gefährlich ist es nicht mehr. Professor? Es kann uns doch nichts anhaben, Liebling. Nein, Ed, jetzt, wo wir doch zurückkehren werden. Ich liebe aber nur dich, Paula, nicht Gladys. Geh nicht! Was ist denn? Sir John, ich kann doch nicht einer anderen Frau den Verlobten stehlen. Sie beide halten die Augen auf. Ja, Sir. Es ist immer noch nicht tot. Wahrscheinlich ist es gar nicht so schwer verletzt und kann nur nicht aufstehen in dem Morast. Paula, da bist du ja. Sehen Sie, was wir gefunden haben. Sieh doch mal, ein Brontosaurus. Was für ein Riesentier. Es kann nicht mehr aufstehen. Selbst wenn, keine Angst, es frisst nur Blätter. Guten Tag, ich bin Major Hibbert von der Gesellschaft für geodätische Landvermessung in Brasilien. Wir haben etwas sehr Interessantes entdeckt. Ungelogen. Ich würde alles tun, um das Tier mitnehmen zu können. Das verstehe ich. Ich bin dabei. Zu sagen habe. Und ich bin mir sicher, dass Sie heute keinen Grund haben werden, mich zu verhöhnen. Denn ich habe einen lebenden Beweis für meine Behauptungen mitgebracht. Ja, Sie haben richtig gehört, meine Herrschaften. Sie werden auch heute Abend Zeuge des unglaublichsten Schauspiels werden, das die Natur uns je zu bieten hatte. Ein Beweis? Ein lebender Brontosaurus von fast 60 Fuß Körpergröße. Sie halten uns doch zum Narren, Professor Challenger. Ich hatte nichts anderes von Ihnen erwartet. Mr. Malone, der diese Expedition ermöglicht hat, überwacht zur Minute die Verladung des Tieres, das wir per Schiff aus der verlassenen Welt hierher gebracht haben. Darf ich ein bisschen um Ruhe bitten? Ja, danke. Sie entschuldigen mich bitte für einen Moment. Ihr Challenger? Professor? Ich habe schlechte Nachrichten. Das Tier ist ausgerissen. Beim Verladen sind die Taue abgerissen. Wie konnte das passieren? Es ist auf dem Weg in die Stadt. Tun Sie was! Großer Gott! Yeah.
Der Dinosaurier ist ausgebrochen. Bitte gehen Sie nicht auf die Straße, bis ich ihn wieder eingefangen habe. Ich werde dafür sorgen, dass niemand verletzt wird. Bitte das mit dem besten Mann. Gladys. Siehst du, ich habe große Taten vollbracht, Gladys. Dein Abenteuer war doch sicher sehr gefährlich. Oh, natürlich. Nun, Ed, ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse, weil ich dir nichts geschrieben habe. Darf ich vorstellen, Percy Potts, mein Mann. Hallo, alter Junge. Dein Mann? Ja, Gladys und ich sind verheiratet. Meine herzlichsten Glückwünsche, alter Junge. Welche Abenteuer? Hat Mr. Potts denn bestanden, um dein Herz zu gewinnen? Das hast du doch wohl nicht ernst genommen. Ich und natürlich Abenteuer, nicht. Wo ich denn? Muss mich verabschieden. Sie sind mir nicht böse? Ach nein, nein, ich habe noch eine Verabredung. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Sie müssen uns unbedingt mal besuchen kommen, natürlich nur, wenn Sie Zeit haben. Ich und mein Frauchen ja, würden sich sehr freuen, schön, vielleicht wiedergekommen zu haben. Und Sie auch. Wundervoll. Ich muss mich beeilen. Müssen Sie wissen. Sie ist verheiratet. Ich bin frei zu heiraten, wen ich will. Ist das nicht herrlich? Natürlich, Malone. Mein Glück. Dankeschön. Und Ihnen auch. Ich lasse Sie nur ungern allein. Oh, ich plane schon die nächste Reise. Einen schönen Abend noch. Ein Riesenmonster. Willst du deine Verlobte denn gar nicht küssen, Ed? Oh.
nur ohne Zuschauer. Los, komm! Sie den Mund und sterben Sie wie ein Mann. Sie haben noch eine Pistole. Holen Sie sie raus, Professor Savali. Na gut, ich brauche eins auf den Pelz. Vielleicht hilft das. Gut gemacht, er ist weg. Sie haben uns das Leben gerettet, junger Freund. Ja, danke. Der Dinosaurier ist ausgebrochen. Bitte gehen Sie nicht auf die Straße, bis ich ihn wieder eingefangen habe. Ich werde dafür sorgen, dass niemand verletzt wird. Wir sind das wieder gefesselt. Wir sind ausgebrochen. Er ist auf der Straße. Oh!
Waren das Schüsse? Ich glaube ja. Ich kann's nicht glauben. Hallo! Komm, Joko. Natürlich. Ich habe die Kreaturen schließlich mit eigenen Augen gesehen. Ich danke Ihnen, werter Kollege. Es ist unfassbar, wie groß diese Tiere sind. Ja, es ist beeindruckend. Wo bleibst du denn, Bill? Ich komme ja schon, aber ich glaube, das Seil wird zu kurz sein. Wir müssen noch ein wenig Geduld haben, Sir Roxton. Keine Angst, ich denke, wir kriegen das schon hin, Sir John. Sie können ganz beruhigt sein. Uns fällt schon was ein. Ist gut. Holen Sie Miss Paula. Wenn sie Joko ruft, wird er überall hinklettern. Wir müssen die Stadt... Ist ja schon gut. Halten Sie den Mund und sterben Sie wie ein Mann. Sie haben noch eine Pistole. Holen Sie sie raus, Professor Savali. Na gut, ich brech ihm eins auf den Pelz. Vielleicht hilft das. Gut gemacht, er ist weg. Sie haben uns das Leben gerettet, junger Freund. Ja, danke. Thank you.
Ich werde mal Ausschau halten. Natürlich ein Fleischfresser. Nein, hier geht's runter, Jocko. Hierher, komm. Sie schaffen es! Das haben Sie gut gemacht, Miss White. Vielen Dank, ihr beiden. Sehen Sie diese Streckleiter, es ist ganz einfach. Sie dürfen nur nicht nach unten schauen. Ich kann Sie nicht, haben das keine ist andere Wahl, Professor. Na los, es geht schon. Also gut. Sie schaffen es. Sie schaffen es, Professor. Alles in Ordnung. Es wird halten. Ja, gut. In Ordnung, Malone. Das war jetzt gut. Das ist gerade noch mal gut. Ich wusste, dass die Leiter hält. Ich danke Ihnen. Ein Brontosaurus, Professor. Tatsächlich. Ob das Tier noch lebt? Es scheint so. Es bewegt sich. Aber gefährlich ist es nicht mehr. Professor? Es kann es doch nichts anhaben, Liebling. Nein, Ed, jetzt, wo wir doch zurückkehren werden. Ich liebe aber nur dich, Paula, nicht Gladys. Was er tun muss. Nimm an, das wäre doch gelernt. Gleich fertig. Glaubst du, das ist lang genug? Nein, bald ist da keine Löcher in die Luft. Los, schnell darüber! Summerlee!
Challenger! Ich werde sie in Sicherheit. Aber Sir John, können wir denn nichts unternehmen? Ich fürchte, sie werden sich selbst helfen müssen. Professor Challenger! Professor Summerlee! Hallo! Wo sind Sie? Minute die Verladung des Tieres, das wir per Schiff aus der verlassenen Welt hierher gebracht haben. Darf ich ein bisschen um Ruhe bitten? Ja, danke. Sie entschuldigen mich bitte für einen Moment. Ihr Challenger? Professor? Ich habe schlechte Nachrichten. Das Tier ist ausgerissen. Beim Verladen sind die Taue abgerissen. Wie konnte das passieren? Es ist auf dem Weg in die Stadt. Tun Sie was! Großer Gott! Ich habe schlechte Nachrichten, meine Damen und Herren. Der Dinosaurier ist ausgebrochen. Bitte gehen Sie nicht auf die Straße, bis ich ihn wieder eingefangen habe. Ich werde dafür sorgen, dass niemand verletzt wird. Wir sind das hier mit dem Besten. Wir sind aufgebrochen. Er ist auf der Straße. Sondern auch noch ein Einbrecher. Ich bitte Sie, nehmen Sie mich mit. Meine Verlobte will mich sonst nicht heiraten. Ich... Oh, du mein Gott. Was ist denn nur los um alles in der Welt? Oh, Professor, Jesus, Maria und Josef, was soll ich nur tun? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. So, jetzt reicht's aber. Kommen Sie mal her, lassen Sie den jungen Mann in Ruhe. Er hat mich geschlagen. Wollen Sie Anzeige erstatten? Nein, Officer, das möchte ich nicht. Was ist denn hier passiert? Ist das nicht das Haus von dem hier Professor? Hier gibt es nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Aus. Machen Sie den Bürgersteig frei. Mach, dass du weiterkommst, Junge.
Sir Roxton ist nämlich ein Freund von mir und da habe ich gedacht... Warum haben Sie das nicht früher gesagt, junger Mann? Darf ich dir Mr. Malone vorstellen, ein Freund von Sir Roxton? Hat er Sie verprügelt? Oh, so würde Mr. Malone es bestimmt nicht nennen. Kommen Sie, gehen wir in den Salon, junger Freund. Ja, Sir. Es hat mich sehr gefreut. Ich auch, Mr. Malone. Setzen Sie sich doch. Sir, es würde mir viel daran liegen. Werden Sie mich mitnehmen auf die Expedition? Glauben Sie an meine Theorie? Guten Abend. Ich bin gleich zurück. Ich komme, Herr Professor. Miss White soll kommen. Ich hoffe, ich störe nicht. Sir John, wie schön. Guten Abend, guten mein Abend. Freund. Ich bin sehr erfreut, Sie zu sehen. Und Mr. Malone ist auch da. Sie Mr. Malone das Tagebuch gezeigt? Ich hoffe, Sie werden es pfleglich behandeln. Interessant. Sie wollten mich sehen? Da ist sie. Paula, kommen Sie doch zu uns, Kindchen. Guten Abend. Guten Morgen. Schon fleißig. Wie immer. Sir John, wie geht es Ihnen an diesem heißen Tag? Guten Morgen, Professor Summerlee. Ich habe hier etwas, das Sie interessieren dürfte. Haben Sie so ein Exemplar schon einmal gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde in meinen Aufzeichnungen nachschauen müssen. Sehr interessant, in der Tat. Das Kerlchen macht keine Anstalten, wegzufliegen. Vielleicht ist diese Spezies flugunfähig, trotz der Flügel. Wo ist denn meine Lupe? Impertinentes Tier, dieser Vogel. Ich finde sicher ein anderes Exemplar für sein Nächstes. Guten Morgen, Mr. Miller. Guten Morgen, Ed. Ich hoffe, Ihnen allen ist klar, ich bin der Leiter dieser Expedition. Sie sind hilflos ohne mich und meine Erfahrung. Was für ein possierliches Tierchen, es scheint handzahm zu sein. Das ist Choco. Er wird uns begleiten. Was? Dieses alberne Wesen? Das Choco ist wesentlich nützlicher für die Expedition, als Sie es sind. Das ist eine Frechheit. Choco weiß, welche Früchte im Dschungel essbar sind. Bleiben Sie hier, wenn Sie wollen. Aber Choco kommt mit. Am nächsten Morgen ging es dann endlich los. Professor Summerlee hatte sich dann doch durchgerungen mitzukommen. Trotz seiner Abscheu Choco gegenüber. In London sorgten unterdessen Artikel auf der ersten Seite des Record Journal für Aufsehen. Forscher erreichen letzten Außenposten der Zivilisation. Record Journal Suchtrupp durchstreift geheime Welt und unerforschtes Flussgebiet, um vermissten Wissenschaftler zu suchen. Man wird voraussichtlich monatelang nichts von ihnen hören. Mr. McArdle hatte ganze Arbeit geleistet.
Sie scheint weg zu sein. Gut, dann verschwinden wir von hier. Sie haben mich gerettet, danke. Choco ist ganz unruhig. Mein Kleiner. Ich schätze, das Tierchen vermisst Miss White. Nach dem Essen schaffen wir die Hängematten ins Zelt. Was wir jetzt brauchen, ist ein sicherer Unterschlupf. Vielleicht eine Höhle oder so etwas. Das wäre ein gutes Versteck. Ist dir noch nichts passiert? Ja, mir geht's gut, Professor. Ja. Wenn wir jetzt noch eine Waffe gegen diese Monster hätten, könnten wir hier bis ans Ende unserer Tage leben. Denken Sie nur, ich erfinde gerade eine. Was er tun muss. Nimm an, das wäre doch gelernt. Gleich fertig. Glaubst du, das ist lang genug? Nein, bald, ich stack keine Löcher in die Luft. Los, schnell darüber! Samali! Challenger! Aber Sir John, können wir denn nichts unternehmen? Ich fürchte, Sie werden sich selbst helfen müssen. Professor Challenger! Professor Summerlee! Hallo! Wo sind Sie? Ah!
Waren das Schüsse? Ich glaube ja. Ich kann's nicht glauben. Hallo! Komm, Joko. Natürlich. Ich habe die Kreaturen schließlich mit eigenen Augen gesehen. Ich danke Ihnen, werter Kollege. Es ist unfassbar, wie groß diese Tiere sind. Ja, es ist beeindruckend. Wo bleibst du denn, Bill? Ich komme ja schon, aber ich glaube, das Seil wird zu kurz sein. Müssen noch ein wenig Geduld haben, Sir Roxton. Keine Angst, ich denke, wir kriegen das schon hin, Sir John. Sie können ganz beruhigt sein. Uns fällt schon was ein. Ist gut. Holen Sie Miss Paula. Wenn Sie Joko ruft, wird er überall hinklettern. Wir müssen die Strickleiter verlängern. Was? Eine Strickleiter? Vertrauen Sie uns, es wird schon funktionieren. Bitte holen Sie jetzt Miss Paula. Da oben ist nur eine kleine Höhle. Es gibt keinen anderen Ausgang. Ihr Vater muss hier irgendwo sein. Wir müssen für immer hier bleiben. Paula. Wie überaus interessant. Nicht doch, Professor! Machen Sie keinen Sind Unsinn, Sie wahnsinnig! Der Professor wird es schaffen. Ich habe ein Gefühl für sowas. Gewöhnliches Exemplar. Sir John, jetzt Sie. Professor, kommen Sie hier rüber. Dafür haben Sie Ihr Leben riskiert. Wissen ist immer lebensgefährlich. Ich würde vorschlagen, wir erkunden jetzt das Plateau. Natürlich. Dschungel sehr dicht zu werden. Vielleicht sollten wir diese Richtung einschlagen. Sehen Sie das? Er frisst nur Blätter, ein Brontosaurus. Er ist so groß. Das ist ein Pflanzenfresser. Von ihm geht keine Gefahr aus. Wenn er nicht zufällig auf uns tritt.
elegant. Sir John, ist Ihr Gewehr entsichert? Gegen so ein Riesentier richtet meine Waffe nichts aus. Da haben Sie auch wieder recht. Professor Challenger ist ein so mutiger Mann. Ich gehe zuerst. Sie kommen danach. Ich bin drüben, juhu! Es kann losgehen. Halten Sie sich gut fest. Ganz langsam und nicht nach unten schauen. Schauen Sie doch mich an! Schauen Sie mich an! Ja, schon gut. Jetzt haben Sie es geschafft. Interessant. Nicht doch, Professor! Machen Sie keinen Unsinn, Sie sind wahnsinnig! Der Professor wird es schaffen. Ich habe ein Gefühl für sowas. Gewöhnliches Exemplar. Sir John, jetzt Sie. Professor, kommen Sie hier rüber. Dafür haben Sie Ihr Leben riskiert. Wissen ist immer lebensgefährlich. Bleibst du denn, Bill? Ich komme ja schon, aber ich glaube, das Seil wird zu kurz sein. Sie müssen noch ein wenig Geduld haben, Sir Roxton. Keine Angst, ich denke, wir kriegen das schon hin, Sir John. Sie können ganz beruhigt sein. Uns fällt schon was ein. Ist gut. Holen Sie Miss Paula, wenn Sie Jocko ruft, wird er überall hinklettern. Wir müssen die Strickleiter verlängern. Was? Eine Strickleiter? Vertrauen Sie uns, es wird schon funktionieren. Bitte holen Sie jetzt Miss Paula. Thank you.
Da oben ist nur eine kleine Höhle. Es gibt keinen anderen Ausgang. Ihr Vater muss hier irgendwo sein. Wir müssen für immer hier bleiben? Paula. Wäre das so unerträglich? Immerhin haben wir doch uns, oder? Und was ist mit Gladys? Gladys? Paula, Liebes, wir werden nie wieder nach London zurückkehren. Und ich liebe nur dich. Ich störe wohl. Bitte um Verzeihung. Oh, Sie stören nicht. Wir haben gute Neuigkeiten. Miss Paula und ich wollen heiraten. Wir werden Professor Summerlee bitten, uns zu trauen. Sie wissen ja, er war mal Minister und darf Eheschließungen vornehmen. Oh, meinen herzlichen Glückwunsch. Dann sollten Sie sich auf die Suche nach dem Professor machen. Oh ja, da haben Sie recht. Mein Kind, ich habe schlechte Nachrichten. Ich fürchte, Ihr Vater ist tot. Aber... Ich fand das bei seinen Überresten. Es tut mir sehr leid. Alles in Ordnung. Es wird halten. Ja, gut. In Ordnung, Malone. Das war jetzt gut. Das ist gerade ich wusste, dass die Leiter hält. Ich danke Ihnen. Ein Brontosaurus, Professor. Tatsächlich. Ob das Tier noch lebt? Es scheint so. Es bewegt sich. Aber gefährlich ist es nicht mehr. Professor, es kann es doch nichts anhaben. Liebling. Nein, Ed, jetzt, wo wir doch zurückkehren werden. Ich liebe aber nur dich, Paula, nicht Gladys. Geh nicht! Was ist denn? Sir John, ich kann doch nicht einer anderen Frau den Verlobten stehlen.
Sehen Sie den Rauch da oben? Ja! So, Major. Die ganze Hochebene wird mit Lava überflutet ganz bestimmt, werden. Sir. Ihnen helfen. Nein, wir können